Willkommen zu einem neuen Let's Play zu Everybody's Gone to the Rapture. Teil 6 diesmal. Also diesmal auch wirklich. Ich habe im letzten Video mich aus Versehen versprochen. Da war es nämlich erst Teil 5 gewesen. Ja, die letzte Szene, ihr erinnert euch bestimmt, das war halt mit dem Pastor, der halt zu seinem ehrwürdigen Herrn gebetet hat, was er denn hier noch verloren hat, beziehungsweise tun kann, da ja alle anderen gestorben sind. Aber halt auch merkwürdig, dass er der Letzte ist, beziehungsweise sein soll, der das alles, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, überlebt haben soll. So, wie ihr vielleicht gemerkt habt, hat sich diese Szene gerade wiederholt aus dem letzten Video, weil ich einfach den nächsten Speicherpunkt nicht erreicht habe, was aber auch nicht unbedingt schlimm ist. Die Musik ist ja doch sehr, also passt sehr gut zu dem Szenario. So, wir haben einen Tipp bekommen, einen Wegpunkt. Danke dafür an TMA80 aus unserem Forum, One for You. Und zwar hat er uns gesagt, wir sollten uns doch einfach mal beim Bahnhof näher umschauen. Und das werden wir jetzt auch tun. So, der Bahnhof ist ganz oben. So, und ich hoffe mal, wenn wir jetzt hier rüber gehen, dass es auch ja, die richtige Richtung ist. Hier geht eine Straße rein. Ja, das müsste es auf jeden Fall sein. Also gehen wir links hoch. Ich habe mal versucht, jetzt ein kleines bisschen auf den Text zu hören, welcher dort gerade in der Musik angestimmt worden ist. Es erschien mir etwas mehr ja, Spirituelles zu sein. Etwas mit Engeln, meine ich, hab ich rausgehört. Und halt natürlich auch den Aspekt der vollkommenen Liebe. Ganz am Anfang hatten wir ja mal das Thema, dass
dieses Spiel von christlichen, religiösen Aspekten halt geprägt sein soll. Gerade auch, was der Titel vielleicht schon aussagt. Aber ich denke, wir werden Näheres einfach dann ja am Ende erfahren, wenn wir das ganze Geheimnis hier mal aufdecken. Ich schnalle ab, wir haben ein neues Radio gefunden. Ein Anruf von Steven. Er will den Empfänger abschalten wegen irgendwelcher Vorkommen im Tal. Es gibt stoßweise elektrostatische Entladungen aus Turm 6. Die ganze Elektrik am Haupttor ist durchgebrannt. Ich werde nachsehen, sobald sich der Datenstrom hier ein bisschen beruhigt hat. Waren wir schon hier oben? Ich meine noch nicht. Meine Güte, Wendy, Sie holen sich noch den Tod. Sie sind alle tot, Vater. Alle meine Filme. Hier, nehmen Sie meine Jacke. Ich habe versucht, ein guter Mensch zu sein, eine gute Christin. Aber ich war stolz. Wie der Herr Ihnen vergeben hat, so sollten auch Sie es tun. Es zählt nur, dass wir unser Bestes geben. Gott sieht das. Kommen Sie mit mir ins Haus. Es ist jetzt nicht mehr weit bis zu Steven. Ich muss meinen Sohn finden. So hätte Eddie es gemacht. Ja. Da haben Sie wohl recht. Ich werde für Sie beten. Danke, Pater. Sie hat sie geliebt, wissen Sie, Mary. Sie haben ihr geholfen. Tut mir leid, dass ich sie verurteilt habe. Das ist jetzt egal. Es ist spät. Suchen Sie sich einen Ort zum Schlafen. Wenn die Sonne aufgeht, sieht bestimmt alles besser aus. Nun ja, wenn man das Ganze etwas philosophisch betrachten mag, dann kann man das so interpretieren, dass doch auch in schlechten Zeiten die Menschen doch zusammenrücken und zueinander halten, anstatt gegeneinander zu sein.
Dort oben drin waren wir ja schon gewesen. Abgeschlossen. Ja, unsere letzte Aktion, dann doch einfach mal zum Observatorium zu gehen, war ja nicht so erfolgreich geglückt. Also es hieß in Richtung Norden am Bahnhof. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher, ob das jetzt auch wirklich dann die Hauptstätte war, wo wir eben waren, also die Hauptstelle vom Bahnhof. Aber ich glaube nicht. Führt der Weg mich hier jetzt im Kreis oder was? Hä? Einmal hoch und wieder runter, warum nicht? Ah ja.
Mein Gott, ich wusste gar nicht, dass man das anmachen kann. Ja, auch haben wir den Hinweis bekommen, dass auf allen Elektrogeräten bzw. auch Uhren die Uhrzeit 6 Uhr und 7 Minuten halt vermerkt ist. In welchem Zusammenhang das jetzt steht, wissen wir halt leider jetzt auch noch nicht. Ach nee, jetzt kann ich den ganzen Weg schon wieder laufen. Station. Sind wir doch auf dem richtigen Weg. Ich hatte gerade eben probiert, ob meine Bewegung was mit der Zeit, also mit der Schnelligkeit hier zu tun hat, in der die Zeit vergeht. Aber anscheinend hat es halt keinen Einfluss darauf. Ich denke einfach mal, das ist bereichsabhängig. Ach so, mit Station war bestimmt die Bushaltestelle gemeint. Okay, dann müssen wir gleich links. Ja, hätte ja sein können, dass wir das aufbekommen hätten.
Stimmt doch gar nicht. Doch, das tun sie. Du übertreibst einfach. Steven, sie starren mich an. Gestern im Dorf ist diese alte Frau auf der Straße stehen geblieben und hat mich angestarrt, als hätte ich zwei Köpfe. Sei nicht so melodramatisch. Ich fühle mich wie in einem Zoo. Oh, dieser Ort ist sowas von spießig. Keine Ahnung, wie du hier aufwachsen konntest. Tja, damals war ich anders. Und die sind nicht so übel. Na, du hast leicht reden. Gib dem Ganzen hier eine Chance, Kate. Sowas abgemacht. Ein Jahr hier und wir haben eine echte Chance aufs La Silla Observatorium. Steven! Oh nein, da ist Lantham. Steven Appleton, dachte ich doch, dass du das bist. Was hört man da über eine Yankee-Braut? Oh, hallo? Zwei Köpfe, Steven. Hi, ich bin Kate. Tja, so ist das halt nun mal in einem kleinen, eingeschworenen, erzkonservativen, katholischen Dörfchen. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir hier auf der richtigen Spur sind. Leider auch hier kein Hineinkommen. Was war das für ein merkwürdiges Geräusch? Es kam auf jeden Fall aus dieser Richtung. Ja, auch wie man hier schön sehen kann, 7:07. Na, wer weiß, vielleicht ist zu dieser Uhrzeit das vermeintliche Unglück halt geschehen.
Ja, also bisher nichts Auffälliges gefunden. Schauen wir mal weiter. Da dieses komische Blechhäuschen da hinten, das sieht irgendwie verdächtig aus. Ziemlich verqualmt hier drin sogar mittlerweile. Ach schade, ich glaube, wir kommen da gar nicht hin zu diesem merkwürdigen, ominösen Häuschen. Seht ihr das gleiche wie ich? Sieht aus wie, ja, wie eine Bombe. Eine kleine. Also können wir vielleicht ja wirklich davon ausgehen, dass das ganze Gebiet hier flächendeckend bombardiert wurde. Treffer. Hier waren wir noch nicht. Ich habe gerade ein Radio gehört.
wieder dieser Druck auf den Augen. Ich kann die Beine nicht bewegen, mein Gesicht ist taub. Als ich zusammenbrach, wartete das Licht auf mich, fing mich auf und legte mich hin. Jetzt sammelt es sich zu meinen Füßen und beobachtet mich. Die Drucker spucken seitenweise Nullen aus. Es hat auch Angst. Alles ist okay. Alles wird gut. Ich passe auf dich auf. Es ist allein. Es hat Angst. Es ist so weit gereist. Alles okay. Ich kann dir helfen. Wir können jetzt zusammen sein. 10 Sekunden bis zur Signalfusion. Wir können zusammen sein. 3 Sekunden. 2. Okay, das scheint doch... ja, wie soll ich das ausdrücken? Eine emotionale Bindung zu einem Wesen oder zu einer Kraft entstanden zu sein, die schon ein bisschen auf mütterlicher Natur beruht. Na, ich dachte, man könnte vielleicht irgendwo draufklettern. Aber diese Tür, die reizt mich ja. Nee, aber bleibt uns leider verwehrt. Was ist das? Schade, nur ein Schleichweg. Ich dachte, wir hätten jetzt was Bahnbrechendes vielleicht gefunden. Falls ihr euch jetzt wundern solltet, dass ihr auf einmal wie aus Geisterhand woanders weitermacht oder wir woanders weitermachen, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Ja, und ich musste den ganzen tollen Weg, den durfte ich dann nochmal laufen. Ja, das finde ich schon ätzend, also...
Naja, aber lassen wir das Thema, sonst steigere ich mich da nur wieder rein. Naja, zumindest kann ich euch ein bisschen Weg ohne Ergebnis einsparen. Dies ist Catherine Collins mit einer Nachricht für die Nachwelt. Es ist vorbei. Ich weiß nicht, wie lange mir bleibt. Was auch immer ihr getan hat, was die Flugzeuge an Bord hatten, es verbrennt meine Lungen. Vermutlich eine Art Nervengift. Ich vermute, dass nur mein Kontakt mit dem Muster mich so lange leben ließ. Ich mache mich auf den Weg zu Turm 6. Ich werde die Signale des optischen Systems vereinen. Ich hoffe einfach, dass ich es schaffe. So, da ich in dem letzten Video, was halt auch natürlich verschütt gegangen ist durch den Absturz, hier rum schon alles abgesucht habe, weiß ich jetzt den nächsten Punkt, wo wir weitere Informationen erhalten können. Wenn wir ihren hohen Ansprüchen nicht entsprechen können, Dr. Collins. Vielleicht gibst du uns gewöhnlichen Menschen mal eine Chance. Was? Gewöhnliche Menschen wie Lizzie Graves? Hast du wirklich geglaubt, ich erfahre das nicht? Frank hat es mir erzählt. Hast du vergessen, dass es in diesem Drecksloch einen Menschen gibt, der mit mir spricht? Kate, es war nur ein Drink. Vergiss es, Steven! Verdammt doch mal. Kate, warte doch. Du, was mit dir verlobt? Du hättest geheiratet. Oh, komm schon, es war nur ein Drink. Warum zum Teufel hast du mich dann angelogen? Weil ich wusste, dass du sauer wirst und wir am Ende streiten. Du musst dich auf das Ereignis heute Abend konzentrieren. Oh, du hast mir also einen Gefallen getan. Wow, hab ich glatt vergessen, mich bei dir zu bedanken. Behandle mich nicht wie eine Idiotin! Du überreagierst. Ich weiß, du bist gestresst. Lass mich. Kate, komm schon, das ist doch verrückt! Okay, ihr seht es auch, das scheint die böse Kraft zu sein, von der man hier spricht. Sie verteilt sich hier über den Hauptstrommast, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Ja, das Gespräch ist natürlich nicht gut gelaufen. Das ist das, was Frau hören will. Man reagiert über, man ist gestresst. Okay. Ich bin schon ganz aufgeregt. Also scheinen wir ja doch alles gefunden zu haben. Gott sei Dank.
Als ich klein war, fand mein Dad einen Fuchs. Er war angefahren worden und konnte nicht mehr laufen. Meine Mutter ist natürlich ausgeflippt. Und er musste ihn in den Schuppen tun. Da war er schon dabei, uns zu entgleiten. Er verbrachte Stunden bei diesem Fuchs. Er erzählte ihm von Italien und den Dörfern, die sie zerbombt hat. Ich war eifersüchtig, glaube ich. Dass der Fuchs mehr von meinem Dad hatte als ich. Aber er lag im Sterben, das war klar. Also habe ich mich eines Tages mit einem Sandwich zu ihm geschlichen. Ich war erst 8. Er hat mich gebissen. Ich erinnere mich an die Wut, den Schreck, den Schmerz. Ich lief schreiend durch den Garten ins Haus und meine Mutter bekam Panik. Ich hätte Tollwut. Mein Dad schlug ihn mit einer Schaufel tot. Später fand ich ihn weinend. Er wusste es nicht, Sohn, sagte er. Er wusste nicht, dass er dir wehtut. Er ist nur ein armes, dummes, sterbendes Tier. Es weiß nicht, dass es uns wehtut. Ist es überall. 3 Stunden ist es her, dass die Flieger hier waren. Ich habe niemanden über Kurzwelle erreichen können. Langsam glaube ich, dass ich mich ganz furchtbar geirrt habe. Also das hat sie wirklich sehr schön und sehr treffend formuliert. Es ist was voller Hoffnung, was sie dort gesagt hat. Sätze, die einem Hoffnung geben können. Ich werde da gerade auch so ein bisschen emotional über das Thema, auch überhaupt das Thema Weltall, Sterne. Im Endeffekt sind wir alle so klein, das ist einfach unvorstellbar. Wir sind unbedeutend, nichts gegenüber dem, was sich dort oben abspielt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also wer mal Stephen Hawking oder Ähnliches gelesen hat, der wird wissen, wovon ich da spreche. Und wird vielleicht auch die gleichen Emotionen hierbei empfinden. Es streckt sich aus dem Schatten des Turms heraus, über das Observatorium und das Tal und verschlingt die Welt. Alles ist jetzt Licht geworden. Alles ist zur Ruhe gekommen. Die Welt ist durchzogen von den Spuren, die wir hinterlassen. Unsere Präsenz ist überall. Die Brücke zwischen unseren Geschichten. Diese Welt hat existiert, bevor wir herkamen, und sie wird uns überleben. Auf den leeren Feldern und in den Häusern leuchten unsere Spuren. Und andere werden in dem Licht tanzen, das wir ausstrahlen. Wir können gelassen gehen, ohne Angst, in dem Wissen, dass alles weitergeht. Hier wird sich auch sehr viel mit dem Thema Tod auseinandergesetzt. Und
habe, diese Assoziation mit Licht. Es ist wirklich in vielen Büchern auch beschrieben, dass wenn man halt von dannen geht, dass ein Teil des Menschen bzw. der Seele hier bleibt und auf einer Art Lichtfrequenz weiterlebt. Ob man daran glauben mag oder nicht, das bleibt jedem selber überlassen. Aber ich denke mal, dass das hier mit im Zusammenhang steht, was hier erklärt wird. Das Ende kommt jetzt. Ich habe keine Angst. Wir haben einander. Wir waren von ihnen getrennt. Wir verstehen jetzt unser Versagen, sie zu berühren, dazu zu gehören. Aber das ist jetzt egal. Alle sind weg. Und wir werden zu ihnen gehen. Wir werden getrennt geboren. Treibholz an den Ufern eines endlosen, dunklen Ozeans. Und die Strömung wird uns schon bald davontragen. Aber in der Zwischenzeit, an einem einzigen Tag leben, diesem Tanzen in einem Sonnenstrahl, finden wir, was uns fehlt. Die Liebe, die uns ganz werden lässt, die in uns wohnt. Jeder findet sein Gegenstück. Dieses Muster ist meins. Thank you.
wirklich ein sehr schönes Spiel mit einer sehr tief sitzenden, tiefgreifenden Thematik. Als ich gelesen habe, dass es etwas christlich-religiöses beinhalten würde, dachte ich, habe ich einen ganz fälschlichen Gedanken davon gehabt. Dieses Spiel hier erzählt von dem Urvertrauen, der Liebe, der Hoffnung zu uns, halt einfach selber. Der Glaube nicht an irgendeine Religion oder an irgendeine Sache, sondern einfach also an uns selber. Das ist wirklich sehr schön dargestellt und ja, ich bin froh, dass ich dieses Spiel spielen konnte oder gespielt habe, weil es doch eher zu den Nischen-Games zählt. Ich bedanke mich bei den Zuschauern, die alles bis hierher verfolgt haben. Schön, dass sie mit dabei war. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald bei einem anderen Let's Play wieder. Bis bald. Tschüss.